She is a lost soul. A child whose innocence was cruelly taken from her. What kind of god could allow such things to happen? Innocent children turned into monsters. I thought then I could save her. Show her some kindness that might mean something to her. What a fool I was. Just like the three Brotherhood founders, we were all betrayed. I feel a sense of pity for them now. I have traveled that road that they first set out upon, and I have become that which they became. I am darkness. I am shadow. Da sieht man, Gabriel ist halt ziemlich am Rande seines Verstandes gekommen. Ja. Ziemlich fertig mit den Nerven. So, das heißt, hier fehlt uns jetzt auch noch ein Finger. Das heißt, wir müssen hier genau nachschauen, wo der sein könnte. Hier können wir nicht lang. Wahrscheinlich dann später. Mhm. Denn jetzt haben wir erstmal etwas vor uns. Ein Teil scheint zu fehlen. Hm. Wo könnte dieses Teil sein? Da geht es noch runter. I sense a powerful magic in this clock. Mother said there was a way to turn back time with this machine. Und das scheint Frankensteins Zeitmaschine zu sein. Richtig. Hier haben wir ein Mosaikstück. Oh Gott. Jetzt müssen wir ein Bild wiederherstellen, wie es aussieht. Ich bin sowas ja gar nicht gut. Ja, der ist richtig, aber der andere nicht. So. Nein. Jetzt nach links drin, genau. Ha! Das war mir Glück als Verstand, so viel kann ich euch sagen. Und da sehe ich etwas liegen. Ein Mechanismus, ein Schalter. Der aber nichts bewirkt. Weil uns ja bekanntlich noch ein Teil fehlt. Ja, lustig, wenn Gabriel jetzt einfach das zerschlagen hätte, was er gerade wieder zusammengesetzt hat. So, in diesem Raum scheint sich nichts weiter zu befinden. Es geht aber noch weiter nach unten. Da sehe ich schon wieder einen Mechanismus, den wir mit unserem Kampfkreuz wieder betätigen können. Schauen wir aber noch weiter nach. Hier geht es nämlich noch weiter nach außen. Und da ist... Da ist der letzte Finger. Das ist ja nice. So... Wie viele gab es? Ja, 5 Stück gab es. Ne? 5 Stück, richtig. Ah, Ghule. Wie uncool. Das falsch. What? Aber das Weihwasser scheint sie wohl immer noch direkt zu töten. Und jetzt können wir auch in Ruhe den Mechanismus bedienen. So, dann schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Okay, sie scheint keinen Bock auf irgendwelche heiligen Orte zu haben. Und das sieht fast aus wie eine Art Sarkophag, vor der wir stehen. Gib her! Gib her! Meins! Das ist nicht für dich bestimmt! Ah, Junge! Die legendäre Unendlichkeitstasche hat er sich wahrscheinlich von Link ausgeliehen. Vielleicht hat er sich doch einfach in den Arsch geschoben, man weiß es nicht. Und jetzt wird es hier düster, es wird dunkel. Und was kommt, wenn Christian spielt? Seine Lieblingsgegner. Alter Vater.
Du bist doch garantiert nicht allein. Natürlich warst du nicht allein, das wusste ich. Au. Der ist verkuckelt. Boah, das ist hier ultra schwierig, den auszuweichen. Also Lords of Shadow übertreibt es gerne mit engen Räumen, wo man gegen solche Gegner kämpfen muss. Du Kackvieh! Komm her und kaputt. So. Und jetzt geht's auch das Licht wieder an. Das ist ja sehr nice. So, Türchen wieder auf. Nee, nicht das, aber das. Die Gule wieder da. Nee. Das heißt, wir können raus und wir haben ja einen neuen Gegenstand, von dem wir nicht wissen, was er ist. Mal schauen, wofür man ihn gebrauchen kann. So, von hier unten scheint der Mechanismus betätigt zu werden. Dann gucken wir mal hier nach und können ihn... Ja, der passt perfekt da rein. Wir können ihn hier einsetzen. So, dann wollen wir mal gucken, wie sieht das denn aus, wenn wir die Zeit zurückdrehen. Was hat der gute Frankenstein denn da gebaut? Ach du Scheiße. Boah. Krass. Ein wirklich schöner Effekt, muss man sagen. Ich würde sagen, so sah das Schloss aus, bevor hier alles verwüstet wurde. Oh, das sieht aus, als gäbe es einen Timer, den wir zur Verfügung haben. Das heißt, wir gehen wo als nächstes hin? Ich denke, ein Timer, Timer gibt es nicht. Jetzt können wir uns erstmal schauen, was es hier oben so gibt. Oha. Das war der Weg, der uns verwehrt gewesen war. Wo sind wir gelandet? Ganz auf dem Dach von dem Ding. Das sieht ja fast ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe. Sauron! Unfassbar geil. Wirklich genial. So, da kämen wir her. Da wird es auch wieder runtergehen. Und das sieht nach einer wichtigen Tür aus. Und da, liebe Freunde, haben wir das Spiel mit den Blutsphären. Wovon ich gesprochen habe, dass es etwas schwieriger sein würde. Wir haben eine Schriftrolle erhalten. Ich bin der letzte der Ritter, die geschworen haben, das Portal zu beschützen. Und nun, da sich das Ende meiner Tage mit rasanten Schritten nähert, habe ich meine Pflicht wohl bald erfüllt. Meine letzten Amtshandlungen als Bruder des Lichts wird darin bestehen, dass ich den Öffnungsvorgang des Portals niederschreibe, auf dass unser Erbe in den Händen des nächsten Ritters weiterleben möge. Es ist recht einfach. Man benötigt lediglich die drei Blutsphären der Bruderschaftsgründer, die sich in diesem Turm verbergen. Sobald sie im Besitz des Erwählten sind, muss das Blut in das Behältnis gegossen werden, das sich unter dem Mechanismus befindet. Gut. Wir wissen, was wir zu tun haben. Das heißt, wir kommen hier noch nicht weiter. Und müssen nochmal zurück. Richtig. Gehen wieder nach unten. Und da war ja noch ein weiterer Weg. Und das ist ein Raum mit drei Gängen. Hier sehen wir ein Bild von einer Frau. Das müsste natürlich Camilla sein. Hier sehen wir den Sobek. Ja, die Frage ist, hätte es Gabriel von Anfang an gewusst, wie wäre die Geschichte ausgegangen? Ja, ein bisschen klein hacken. Natürlich ist auch hier wieder etwas Unkaputtbares. Und das Spielchen kennen wir. Oh Gott, die kennen wir auch! Nein! Dass die Jungs unbedingt jetzt auch hier auftauchen müssen, ist jetzt echt uncool. Ulala! Aber ein Glück, wir haben es geschafft. So, und ich rate einfach mal, dass hier Schattenmagie. Ich hatte recht.
dann könnte das Lichtmagie sein. Und das war falsch. Also ist es auch Schattenmagie. So, Woods. Und Woods. Ah, jetzt kein schweres Rätsel. Aber, ne? Diejenigen, die es nicht besitzen, die kommen hier nicht weiter. Was sehen wir noch? Eine Leiche. Eine Leiche. Oh Gott. So. Die Bruderschaft gab mir eine Karte der Gründungsgemächer, auf der Gründergemächer, auf der sogar die Standorte der drei Blutsphären eingezeichnet waren. Doch ihre Hilfe hat sich als nutzlos erwiesen, denn die dunklen Fürsten haben diesen Ort umgestaltet und die Sphären mit tödlichen Fallen und Mechanismen geschützt. Dieses Gebiet hier wurde, nachdem der Nekromantenfürst es modifizierte, zu einem verwirrenden Labyrinth aus Portalen und beweglichen Plattformen. Ich nehme an, dass dieser Monolith als eine Art Schlüssel fungiert und man mit seiner Hilfe Zugang zu Sobeks Blutsphären gelangen kann. Ja, Portale, bewegliche Plattformen, das klingt doch sehr stark nach Sobek. Meh. Schätzchen steht wieder genau vor uns. Jo. Da muss das gute Stück hin. Dann schauen wir einfach mal nach, was passiert, wenn ich's da hinboxe. Wer hätte es gedacht? Es kommt hier wieder raus. So, haben wir jetzt irgendeine Möglichkeit, diese Plattform in Bewegung zu setzen? Oh, ein Knöpfchen. Dann schlagen wir es doch mal. Gewalt! Nein. Wir haben Papier. Gewalt! Mit Dreieck. Mit Dreieck, achso, okay, ja, gut. Gewalt nochmal, danke. So, jetzt kann man das Ganze hier inboxen und wir schauen mal, wo es jetzt rauskommt. Hui, da drüben. Dann müssen wir natürlich wieder zurück. Ne, warte mal. Kann ich das abbrechen? Danke. Es wäre schlauer, natürlich diese Plattform zu bewegen. Ich denke, voll aufladen musst du es nicht. Ja, ich treffe du gerade nicht. Richtig positionieren. So. Kann man das nochmal machen? Nee, der, okay, da fährt er wieder zurück. Okay, dann muss ich doch rüber. Und kann ich jetzt darüber springen? Ich meine schon. Jawohl. So, wir haben eine blaue Sphäre. Das war ein Fehler. Okay, es kommt wieder zurück. Das ist nice. Das ist auch kack jetzt gewesen. Dann sehe ich unten rechts eine Plattform, die könnten wir mal komplett nach oben ziehen. Richtig, da war nichts im Weg. Was ist eigentlich das Ziel? Wo käme das raus aus Blau? Also okay, wir müssen uns merken. Das kommt jetzt mal aus Grün raus. Ja, aber das Ziel ist es, das ins Blaue zu kriegen, ja. Genau. Jetzt muss es. Lila. Lila war wo? Ganz links. Ganz links. Ja. Die Frage ist, da müssen wir ja auch wieder etwas rüberbringen. Ich bereite den erstmal vor. Diese Plattform kann man auch bewegen. Ah, und ich meine. Gabi! Den kannst du jetzt durch das Tor schlagen. Durch das Tor. Okay, I see what you mean. So, und dann haben wir hier nämlich auch nochmal eine Plattform, die wir betätigen können. Damit ist das verschwunden. Die haben wir weiter so. Fehlen, haben wir alles voll. Das heißt, den schlagen wir zurück. Das muss natürlich auch wieder zurück. Und jetzt können wir den auch in das Lila reinhauen. So, jetzt sollte es möglich sein, wieder. Ne, ich meine, du müsstest. Bist du sicher? Den kann ich jetzt doch da oben anschließen. Na. So. Dann werde ich nicht runterbekommen, ha? Huh? Der soll ich auch gar nicht.
Ich will ins Blaue. Deswegen denke ich, wenn der Schlüssel hier steht, dass du unten rechts, wo du das Tor aufgemacht hast, dass du da den jetzt nochmal verschiebst. Den Stein unten? Unten rechts. Was? Jetzt, wie heißt das? Den hier. Genau, und dann gehst du hier rechts nach oben und verschiebst jetzt nochmal. Ach so. Ah, okay, alles klar. Ich musste jetzt verstehen, was du gerade von mir willst. So. Und jetzt? Ist die Frage, hat das uns was gebracht? Ne, es würde wieder ins Grüne gehen. Obwohl. Was passiert denn nochmal, wenn ich das hier drücke? Dann passiert das und jetzt könnte ich theoretisch nochmal drauf drücken und gucken, ob er dann weiter rüber fährt. Aber du kannst, Warte mal, wenn ich da nochmal, wenn der ganz links, nee, Quatsch. Doch, schieb ihn nochmal nach links, weil dann kannst du nämlich das, was gerade auf dem blauen ist, könntest du mit verschieben. Weil da hat sich jetzt ein, leuchtet jetzt ein Pfeil. Ah, okay. Die Sache ist, jetzt könnten wir wahrscheinlich unten rechts das wieder hochziehen und das hier? Nee. Nee, wir müssen jetzt. Wir brauchen jetzt, warte mal. Okay, das war absolut gewollt. Kannst du das jetzt bitte mal verschieben? Jetzt müssten wir das eigentlich irgendwie darüber kriegen, weil diese Form würde perfekt ins Blaue passen. Aber wie? Trennen wir die beiden erstmal. Gucken uns das nochmal an. Warte, diese ganze Platte verschiebt sich nach rechts? Ah, okay, alles klar. Nein, fuck. Das war dumm. Das war nicht das, was ich wollte. Wieder zurück. Es fehlt noch irgendein Element. Fährt ja nur runter, ne? Genau. Hm. Kein versteckter Schalter oder so. Wahrscheinlich ist die Lösung wieder so offensichtlich. Wir stellen uns gerade aber ultra dämlich an. Können wir super gut bei uns beiden vorstellen. Ja, das, na nee. Man müsste, wenn dieser blöde Block in der zweiten Spur hier wäre, wäre das super easy. Ja. Aber da ist er nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt so vorbereiten, dass wir den, jetzt habe ich wieder darüber geprügelt. Der letzte Schritt, der uns fehlt, ist, dass wir es irgendwie in diese obere Spur bekommen. Aber wie? Aber wie?
von unten. Gehen wir nach links. Die linke Plattform. Die untere Plattform, kannst du sie nur mal nach oben bewegen? Die hier? Die rechte, rechts daneben. Wenn du sie von unten nach oben schlägst, wäre sie in der zweiten Spur. Moment, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn sie hier wäre und ja, hier kriege sie da drauf, würde. Das ist mal die andere Frage. Achso, du meinst, jetzt soll ich sie. Ich soll die wieder hier rüber schlagen, ne? Aber das größte Problem wäre doch. Sollen wir sie hier? Nee, warte, wir müssen zurück. Der Stein muss zurück. Jetzt gehst du einmal nach unten rechts. Also wir müssen jetzt den Stein durch das grüne Portal prügeln. Das grüne Portal. Aber erst musst du hier die Plattform nach oben schieben. Ja, klar. Durch das grüne Portal. Dieser Gabriel! Fups. Jetzt nach unten. Jetzt die linke Spur ziehen wir wieder runter und so könnten wir das dann in die zweite Spur bekommen. Alles klar. Gut gesehen. Bums. So. Und jetzt. Den. Hier rein. So, das vom blauen Portal muss jetzt ganz dran. Und dann haben wir es. Tricky, tricky, liebe Freunde. Bitte box jetzt nicht den Stein. Ich hatte schon gedacht, ey. Wieder durchs weiße Portal, wieder zurück. Und da gehört er hin. Ist nicht einfach, aber schon ganz schön. Ja, der ist so big, ne? Der hat schon so. Der hat den Plan. Der weiß, was er will. Und da haben wir die erste Blutsphäre. Well done. We have Zobek's blood. Nämlich die vom alten Sack.